Wir haben alle so lange drauf gewartet und jetzt endlich gibt es sie, die kostenlosen Covid-19-Bürgerschnelltests. Und natürlich wollte ich dieses Angebot auch nutzen und habe einen Termin gemacht für so einen Test. Und damit ihr auch etwas davon habt, habe ich einfach die Kamera mitgenommen und einen kleinen Vlog für euch gedreht, dass ihr einfach mal so einen Einblick bekommt, wie das alles so abläuft. Aber zuerst werde ich ganz am Anfang beginnen, und zwar, wie findet man überhaupt so ein Testzentrum? Bürgertest Hannover, weil ich wohne in der Stadt Hannover und aus diesem Grund habe ich mich dafür entschieden, dass ich natürlich auch in Hannover einen Test machen möchte. Da bin ich jetzt auf die Seite meiner Stadt Hannover gegangen und habe runtergescrollt und da sieht man die unterschiedlichen Regionen und die einzelnen Testzentren, die halt angeboten werden. Ich habe mich hier für ein Testzentrum in der Südstadt entschieden. Und da gibt es auch den Link zu diesem Testzentrum, für das ich mich entschieden habe. Dann habe ich auf den Bürgertest geklickt, dass ich den halt machen möchte. Also so einen Schnelltest. Und dann habe ich hier nochmal angekreuzt, dass ich gerne den kostenlosen Bürgertest für 0 € machen möchte. Dann konnte ich mich nochmal für eine Location entscheiden. Und dann ging es auch schon weiter zu der Terminbuchung. Und ich habe mich dafür entschieden, dass ich den am Sonntag, den 18.04. machen möchte. Und um 10:04 Uhr habe ich jetzt hier noch als Uhrzeit ausgesucht und angeklickt. Genau. Und dann ging es halt auch schon weiter. Einmal nach unten scrollen. Genau. Weiter. Und dann habe ich hier meine ganzen persönlichen Daten angegeben. Name, also Vorname, Nachname, Straße, Wohnort. Und dann kam auch meine fertige Terminbuchung als Bestätigung per E-Mail. Genau. Das war's auch schon. Diese Terminbuchung muss ich aufheben, um sie dann am Testtag vorzeigen zu können. Und jetzt beginnt auch schon der Vlog. Viel Spaß damit. Guten Morgen, wir haben jetzt Sonntag früh und ich mache mich jetzt auf den Weg zu meinem kostenlosen Bürger-Covid-19-Schnelltest. Ja, ich muss da mit der Bahn hinfahren und ja, ich muss mich jetzt auch schon ein bisschen beeilen, damit ich nicht zu spät komme. Bei uns ist schon Maskenpflicht im Hausflur, deswegen setze ich jetzt meine FFP2-Maske auf und dann geht es los. Ich glaube, ich habe es gefunden. Das ist jetzt hier in so einem Café, das Schnelltestzentrum. Da ist auch schon so eine Fahne. Ich drehe mich mal um. Ich weiß nicht, ob man das hier im Hintergrund sieht. So ganz klein, so eine Fahne da. Da ist es. Genau. Jetzt muss ich nur noch über die Ampel und dann gehe ich dahin. Überall standen die großen Schilder, kostenloser Bürgertest. Es war wirklich nicht zu übersehen. Hier siehst du auch einmal den Eingang, da bin ich reingegangen, da habe ich meinen Personalausweis vorgezeigt und die Terminbestätigung, die ich per E-Mail erhalten hatte. Okay, super. Ja, das ging sehr schnell. Ich kriege jetzt in 20 Minuten per Mail das Ergebnis und ja, einfach mal schauen, wie es ausgeht. Ja, und jetzt wieder zurück mit der Bahn nach Hause. So, nochmal ein kleines Feedback, wie es war. Also, es hat überhaupt nicht weh. Es war auch nicht unangenehm. Gut, das war jetzt ja auch nur ein Schnelltest und kein PCR-Test, aber ja, also ich würde sagen, kann man auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Ja, und wie gesagt, jetzt geht es wieder nach Hause und ja, dann kann ich meinen Sonntag noch genießen und ja, hoffentlich ist das Ergebnis negativ, sonst müsste ich dann halt ja erstmal in Quarantäne und einen PCR-Test machen. Aber hoffen wir mal das Beste.
Es würde mich ehrlich gesagt ein bisschen wundern, wenn es positiv wäre, aber man kann es ja nie wissen. Also, ab nach Hause. Ich bin jetzt wieder zu Hause und ich warte jetzt ganz gespannt auf das Testergebnis. Ich habe wirklich noch nicht in meine E-Mails geschaut. Das machen wir jetzt gleich gemeinsam und gucken, wie das Ergebnis ausgefallen ist. Ich hoffe natürlich negativ. Für den Fall der Fälle erproben wir uns in der WG natürlich schon im autarken, ich glaube, das heißt autark, autarken Leben. Ja, wir pflanzen hier unsere eigene Kresse an. Also eigentlich ist das hier Rucola-Salat. Und am Ende von 2 Wochen Quarantäne wäre der dann wahrscheinlich groß genug zum Essen. Aber so als Kresse kann man den natürlich auch verzehren. Ja, dann haben wir auch noch Tomaten da. Aber die sind noch nicht groß genug, die Tomaten. Ja, also müsste man dann mal gucken, ob wir noch genug Vorräte hätten für 2 Wochen. Naja, erstmal schaue ich jetzt in meine E-Mails rein. Und ja, dann hoffen wir einfach das Beste. Ich muss irgendwie gucken, dass ich hier das Handy, ja, dass das nochmal abstellen kann, um da in Ruhe in die E-Mails zu gucken. So, jetzt ist das Handy abgestellt. Hier ist mein Laptop und ich schaue jetzt einfach mal nach. Testergebnis ist noch nicht da. Also 20 Minuten sind definitiv schon rum und die meinten, dass dann das Testergebnis kommt und es ist jetzt noch nicht angekommen. Dann warten wir einfach noch mal ein bisschen und dann schalte ich gleich noch mal die Kamera an und dann gucken wir noch mal nach. Ich habe in der Zwischenzeit ausgiebig gefrühstückt und jetzt habe ich wieder meine E-Mails aufgerufen. Und ich habe gesehen, dass eine E-Mail vom Testzentrum da ist. Ich habe die aber noch nicht geöffnet. Hier steht nur im Betreff Testergebnis und ein Anhang. Das wurde mir um 10.49 Uhr zugeschickt, also ja, etwas mehr als 40 Minuten später, nachdem ich das Zentrum verlassen habe. Und das öffne ich jetzt und dann schauen wir mal, wie das Testergebnis ist. Okay, also es ist einfach nur eine PDF-Datei im Anhang. Anzeigen. Mal schauen. Befundergebnis negativ. Es besteht kein erkennbar erhöhtes Infektionsrisiko für Kontaktpersonen. Ja, ich bin negativ. Sehr gut. Ich guck mal, was hier sonst noch steht. Untersuchung auf SARS-CoV-2 mittels Antigen-Schnelltest. Sensitivität 98,5%. Spezifität 99,9%. Oh krass, die haben hier aber eine ziemlich starke Sensitivität angegeben. Ich habe das mal im Internet recherchiert und da wurde eine andere Sensitivität angegeben, aber vielleicht ist dieser hier etwas genauer. Um das alles noch ein bisschen deutlicher und klarer zu machen, habe ich hier nochmal die offiziellen Definitionen von Sensitivität und Spezifität eingeblendet. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass dieser Test anzeigt, dass man positiv ist, obwohl man eigentlich negativ ist. Aber es ist um ein paar Prozent wahrscheinlicher, dass der Test negativ ausfällt, obwohl man eigentlich positiv ist. Aber ja, 98,5% finde ich auch schon relativ gut. Wobei der Goldstandard aktuell der PCR-Test ist. Ja, ich gucke, ob hier noch irgendwas steht. Nö. Ja, also ich freue mich einfach richtig, dass das Ergebnis negativ ist. Das heißt, wir müssen nicht in Quarantäne. Ja, hier, der Rucola kann einfach fröhlich vor sich hin wachsen, ohne dass wir darauf angewiesen sind, den früher zu essen. Und ja, ich möchte einfach zu allen nochmal sagen, wirklich nutzt die Möglichkeit des kostenlosen Bürgertests. Man kann den einmal in der Woche kostenlos machen. Und ich denke, dass das wirklich eine gute Möglichkeit ist, um halt regelmäßig zu überprüfen, ob man nicht vielleicht doch infiziert ist und vielleicht auch einfach nur keine Symptome hat oder so. Einfach um das Infektionsgeschehen ein bisschen einzudämmen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Liebe Grüße, eure Fred. Tschüss!